Ja, und ich sage jetzt auch herzlichen Glückwunsch. Toni Leistner ist bei mir. Schön, dass Sie hier im Studio sind. Hallo. Ja, wie fühlt es sich denn an da oben? Wie ist die Luft an der Tabellenspitze? Ja, es ist immer schön, am Platz der Sonne zu sein. Also ganz oben zu stehen, das Feld anzuführen, ist immer das Beste. Die anderen wollen uns natürlich ärgern, aber wir trainieren hart. Wir geben unser Bestes von Spiel zu Spiel und deswegen wird es für die anderen auch relativ schwer. Jetzt war es ja in den vergangenen Spielzeiten so, wo Sie noch nicht beim Hamburger SV gespielt haben, dass der Aufstieg dann ja doch immer vergeigt wurde, auch weil einfach die Konstanz auf eine Saison gesehen nicht da war. Jetzt haben wir 17 Spieltage hinter uns, der HSV steht ganz oben. Wie groß waren denn zwischenzeitlich auch mal Ihre Zweifel, dass Sie nach der Hinrunde da oben stehen? Ja, Zweifel habe ich eigentlich nie. Ich habe vom ersten Tag an gemerkt, was für eine Qualität in dieser Mannschaft steckt. Es waren viele neue Spieler, die letzten Jahre noch nicht mit dem HSV so gespielt haben. Und deswegen war mir klar, dass wir uns erst zusammenfinden müssen. Wir haben uns jetzt gut zusammengefunden und deswegen punkten wir jetzt auch konstant. Jetzt haben Sie ja mit der Mannschaft gegen Osnabrück ein ganz klares 5:0 geholt. Der höchste Sieg bislang in der zweiten Liga für den HSV. Und dann jetzt gestern dieses 4:2 in Braunschweig, wo man ja erst einen Rückstand hatte und dann das noch umgebogen hat. Welcher Sieg ist da eigentlich mehr wert, auch was jetzt die Perspektive angeht und vielleicht das Selbstvertrauen in der Mannschaft? Ja, jetzt für mich persönlich war natürlich das 0:0-Spiel gegen Osnabrück besser. Aber als Abwehrspieler, als Abwehrchef muss man das ja auch sagen. Ja, dann mein Fehler gestern war auch nicht so berauschend, aber eigentlich so, wenn man das Team sieht, war gestern der Sieg wichtiger, weil man dann auch gesehen hat, was wir für eine Moral in der Mannschaft haben, was wir für eine Mentalität auch nach Rückständen zeigen können. Und deswegen denke ich, dass gestern der Sieg viel wichtiger war. Sie sprechen den Sieg gestern gerade an und auch Ihren Patzer beim 0:2, nämlich in der 42. Minute war das. Und ich fand es sehr bemerkenswert, wie Sie mit diesem Patzer nach dem Spiel umgegangen sind. Wir sehen das auch hier. Sie haben das dann bei Twitter und Instagram auch geschrieben, dass Ihnen so ein Fehler nicht passieren darf und dass es ganz klar auf Ihre Kappe geht, dass Sie aber ganz tolle Mitspieler haben. Und dann gab es auch ganz viele Herzchen von den Mitspielern, von Tim Leibold zum Beispiel als Reaktion. Ist beim HSV da die große Liebe ausgebrochen? Ja, wir haben halt eine gute Chemie in der Mannschaft. Das merkt man in der Kabine, das merkt man auf dem Trainingsplatz. Aber ich denke, dass wir das auch am Wochenende immer auf den Platz bringen. Und deswegen bin ich froh, dass ich mit solchen Mitspielern zusammenspielen kann. Und dass sie mir gestern auch den Allerwertesten gerettet haben. Ein Fan hat auch geschrieben, ich habe das gelesen, genau das habe ich bei Ihren Vorgängern vermisst, diese Selbstkritik. Waren Sie schon immer so selbstkritisch oder haben Sie das im Laufe der Jahre gelernt? Ja, ich bin ja keine 20 mehr, deswegen sollte mir sowas nicht passieren. Bin jetzt auch 30, deswegen kann ich das auch gut einschätzen, was mein Fehler war, was nicht mein Fehler war. Und deswegen kann ich nur dazu stehen, auch wenn ich nach dem Spiel gesagt habe, dass es nicht nur mein Fehler war, sondern auch der Fehler von Tim Leibold, weil er mir einfach die Haare vor dem Spiel schneiden wollte. Aber er war zu müde, deswegen hat er es nicht mehr geschafft und deswegen hat er auch eine Teilschuld. Verstehe. Ja, Toni Leistner, Sebastian Polter hat, glaube ich, dicht gehalten, hat uns da schon ein bisschen was verraten. Er hat uns das gerade auch schon gesagt, dass im Training auch mal die Fetzen geflogen sind zwischen ihnen beiden, obwohl sie richtig dick befreundet sind und dass sie ein ziemlicher Hitzkopf sein können und dass man manchmal auch tagelang gar nicht miteinander gesprochen hat nach dem Training. Gehört das zu einer richtig dicken Männerfreundschaft dann auch dazu für Sie? Ja, ich denke, wir lieben beide das körperliche Spiel, deswegen hat es im Training das eine oder andere Mal gekracht. Ein Stürmer hat immer andere Perspektiven als ein Abwehrspieler, gerade was Fouls betrifft. Deswegen lagen wir uns da, waren wir nicht immer auf einer Wellenlänge im Training. Aber das Gute ist immer, dass wir das nach dem Training meistens abschütteln konnten und uns dann wieder auf unsere Freundschaft konzentrieren konnten. Sie waren dann ja auch in der zweiten Liga in England bei den Green Park Rangers und wurden da auch zum Publikumsliebling und auch zum Mannschaftskapitän sofort. Was ist da Ihr Erfolgsrezept? Wo Sie hingehen, sind Sie beliebt? Ja, ich habe einfach eine ehrliche, offene Art und verkrieche mich da auch nicht in mein Schneckenhaus. Ich versuche dann immer direkt neue Kontakte zu knüpfen mit meinen Mitspielern, immer auf diejenigen Spieler einzugehen. Und hatte wahrscheinlich auch ein bisschen Glück, dass der Trainer Steve McClaren mich unbedingt wollte und einen neuen Mannschaftskapitän für die Mannschaft gesucht hat. Und deswegen bin ich da am ersten Spieltag mit der Kapitänsbinde aufgelaufen.
Das sind die schönen Dinge des Lebens. Ich will aber auch noch kurz auf die Sache mit Dresden eingehen. Ich habe im Vorfeld der Sendung auch mit Freunden und Bekannten gesprochen, dass Sie mein Gast heute sind. Und wirklich durch die Bank weg, jeder, der jetzt auch vielleicht nicht unbedingt mit dem HSV so wahnsinnig viel zu tun hat, hat gesagt, Toni Leisner, ach, das ist doch der, der auf die Tribüne gegangen ist, weil er beleidigt wurde, weil seine Frau beleidigt wurde. Was die wenigsten aber wussten, ist, als ich Ihnen dann gesagt habe, was da wirklich für Worte gefallen sind, nämlich, dass derjenige Ihrer Frau und Ihnen eine Fehlgeburt gewünscht hat. Und das hat auch bei mir wirklich Beklemmung ausgelöst. Ich habe mich echt gefragt, wie kann jemand einem anderen Menschen so etwas wünschen? Was haben Sie aus diesem Vorfall für sich gezogen? Was haben Sie daraus gelernt? Ja, also ich werde immer mich vor meine Familie stellen. Das habe ich schon immer gemacht und deswegen, ja, man wird mich jetzt nie wieder auf die Tribüne hochspringen sehen. Daraus habe ich meine Lehren gezogen. Wahrscheinlich werde ich das nächste Mal dem Kameramann sagen, dass er mal seine Kamera schwenken soll. Und ja, sich dann die Worte, die der Fan da geäußert hat, sich anhören. Aber ja, im Endeffekt, jeder, der Familienvater ist oder jeder, der Mutter jeder ist. Jeder einfühlsame Mensch, glaube ich. Ne? Ja, der versteht, glaube ich, meine Reaktion. Es gab auch viel positives Feedback, aber ja, wie gerade schon gesagt, ich werde jetzt nicht jedes Wochenende da auf die Tribüne springen, um mir ja, jede Beleidigung zur Brust nehmen. Sie sind ja auch jemand, der sich eben nichts gefallen lässt. Und auch in den sozialen Medien, da liest man ja auch Dinge, die man besser nicht gelesen hätte manchmal. Und so ein-, zweimal im Monat geben Sie da den Pöblern, nenne ich sie mal, auch ordentlich Kontra. Während andere Fußballprofis sagen, ich lese das alles schon gar nicht mehr, das ist nur verschwendete Energie. Warum tun Sie das aber trotzdem, dass Sie da dann Kontra geben? Ja, meistens ist das bei den Fans nur ja, so eine Reaktion aus der Wut heraus. Manchmal verständlich, wenn man ja, verloren hat oder ja, wenn man dann aber ins Gespräch reingeht und erklärt, dass das Team trotzdem intakt ist, dass das Team ja, von der ersten bis zur letzten Sekunde alles gibt und ja, dann verstehen die Fans das auch. Und ja, deswegen geht man dann meistens im Frieden auseinander, sage ich jetzt mal. Ja, und die Fans sind dann meistens auch ein bisschen ja, anders gestimmt. Sie haben jetzt gerade auch Ihr Team angesprochen. Sie wurden ja ein bisschen so als ja, erfahrener Hase, will ich es mal nennen, auch geholt als Abwehrchef. Was können denn die jungen Spieler von Ihnen lernen, abgesehen vom Fußballerischen? Also gerade zum Beispiel Ambrosius, der ja neben Ihnen auch in der Innenverteidigung spielt. Das ist ein junger Spieler. Ja, dass er mit seinen Leistungen auch mit einer breiten Brust auf den Platz gehen kann, dass er auch Kommandos geben kann, dass man sich nicht verstecken muss. Ja, das muss man nicht im Privatleben, das muss man nicht auf dem Platz. Da kann man, wenn man gute Leistung zeigt, kann man auch mit einer breiten Brust durch die Stadt laufen. Ich denke, der Junge zeigt hervorragende Leistung und ja, deswegen denke ich, dass die jungen Spieler da auch ruhig mehr sagen können im Team, wenn sie gute Leistung bringen. Und die Tabellenhälfte, die obere, die liest sich richtig super aus norddeutscher Sicht. Der HSV Spitzenreiter, 3 Punkte vor Bochum, das heute nur 1:1 in Sandhausen gespielt hat. Kiel klettert, wie eben gehört, auf Rang 3. Hannover 96 steht auf dem 6. Rang. Die Niedersachsen haben heute mit 5:2 in Nürnberg gewonnen. Ja, und gern hätten wir Ihnen auch Szenen aus diesem Spiel gezeigt, aber wir dürfen sonntags aus Rechtegründen eben nur 2 Partien zeigen und haben uns heute für Kiel und St. Pauli entschieden. In der 2. Tabellenhälfte finden wir Osnabrück auf Platz 11. St. Pauli ist raus aus der Abstiegszone. Die Leidtragende davon ist die Eintracht aus Braunschweig jetzt als Tabellenvorletzte. Ja, und bereits am Dienstag und Mittwoch geht es weiter in der 2. Liga mit dem 1. Spieltag der Rückrunde. Das alles dann natürlich auch live in der NDR2-Bundesliga-Show. Herr Toni Leisner, Sie haben in Ihrer Zeit in England mal gesagt, Sie haben 2 große Ziele noch in Ihrer Karriere oder Wünsche, will ich es mal nennen. Zum einen vielleicht mal für Borussia Dortmund auflaufen. Weiß ich jetzt nicht, wie wahrscheinlich das noch ist. Aber das 2. Ziel, das ist ja gar nicht mehr so weit entfernt. Sie haben nämlich gesagt, Sie würden gerne mal in eine 1. Liga aufsteigen. Was sagt Ihnen hier und heute jetzt Ihr Bauchgefühl? Klappt es, dieses Ziel zu erreichen dieses Jahr? Ja, es ist noch ein harter und langer Weg, aber wir geben als Team alles dafür. Aber wie ich vorhin schon gesagt habe, die anderen Teams wollen uns was wegnehmen. Und ja, da sind die natürlich immer extrem heiß, gegen den HSV zu spielen. Und ja, ich denke, Düsseldorf wird am Dienstag alles tun, um da uns Strich durch die Rechnung zu machen. Schön Druck ausüben. Ich wollte Sie auch noch fragen, wen Sie dann von den Mannschaften jetzt hinter Ihnen, wir haben gerade die Tabelle gesehen, als größten Konkurrenten im Aufstiegsrennen sehen. Ja. Glauben Sie, dass Kiel ein ernstes Wörtchen mitzureden hat bis zum Saisonende?
Ja, wenn man den FC Bayern schlägt und dann ja, eigentlich auch so eine gute Partie gespielt hat, zeigt das schon, was da für eine Qualität in diesem Team steckt. Aber ich denke auch, dass Düsseldorf sich jetzt nach diesem ja, vielleicht verkorksten Saisonstart absolut gefangen hat. Das ist eine Mannschaft, wo viele Bundesligaspieler oder erfahrene Bundesligaspieler auch drin sind. Deswegen denke ich, dass es bis zum Ende der Saison 4, 5 Teams sein werden, die da oben mitspielen. Und wir wollen es natürlich so schnell wie möglich ja, vielleicht ein bisschen absetzen, aber einfach konstant weiter punkten. Wir haben zurzeit auf ndr.de/sport eine Umfrage laufen. Frage kann man hier sehen. Profisport findet trotz Corona-Einschränkungen weiterhin statt. Ist das gerechtfertigt? Denn auch wenn die Umfrage jetzt nicht repräsentativ ist, wir sehen dann doch eine klare Mehrheit, nämlich über 70%, also deutlich mehr als 2/3, sagen, nee, das ist nicht gerechtfertigt. Toni Leistner, inwiefern können Sie denn die Leute verstehen, die sagen, nee, das ist nicht gerechtfertigt? Na, erstmal muss ich sagen, es ist ein absolutes Privileg für uns, dass wir unsere Sportart bzw. unseren Beruf weiter ausführen dürfen. Ja, ich mache es immer gerne fest an meinen Freunden. Die regen sich auch immer auf, dass sie jetzt nicht am Wochenende kicken können. Aber sie freuen sich halt jedes Mal am Wochenende den Fernseher anzumachen, sich ein Bierchen zu nehmen und dann auf der Couch Fußball zu gucken. Ich denke, nehmen dann ein paar Kilos zu? Ja, vielleicht bewegt man sich da ein bisschen anders noch innerhalb der Woche. Aber ja, die freuen sich dann am Wochenende halt auch, das Bierchen zu öffnen und den Fußball zu gucken. Und ich denke, das ist auch ein kleiner Lichtblick, ja, der Profisport. Und ja, deswegen, man kann die Leute verstehen, aber ja, für uns ist es der Beruf. Und ja, deswegen wollen wir mit dem Hygienekonzept, was wir haben, auch vorangehen. Und wie sehr nervt das eigentlich, dass man immer so ein bisschen als Profifußballer in so einer Rechtfertigungsposition ist? Ja, wir sind ja in unserer eigenen Blase, sage ich jetzt mal. Wir werden immer getestet, sehr viel getestet, muss ich sagen. Und deswegen, ja, die meisten Vereine halten sich an die Hygienekonzepte. Aber ja, es nervt schon manchmal, dass so eine gewisse, ja, negative Einstellung gegen uns ist, aber ja, wir versuchen uns dann an unsere Regeln zu halten. Ist dann nicht einfach, wenn dann der eine oder andere ja, das Boot verlässt, sage ich jetzt mal, und dann auf irgendwelche Partys geht. Das ist ja, dann natürlich soll ja vorgekommen sein. Für die Leute dann schwierig zu akzeptieren, ja. Aber ja, ich denke, jeder normal denkende Mensch und Sportler, der gibt einfach sein Bestes, hält sich an diese Regeln und will einfach nur, dass es dieser Profisport weiter durchgeführt werden kann. Danke, Toni Leistner. Ich wünsche Ihnen und Ihrer Mannschaft, aber auch natürlich Ihrer Familie, Sie haben ja auch 2 Töchter, und der Frau wünsche ich alles Gute, viel Gesundheit. Vielen Dank. Danke, dass Sie hier waren im Sportclub.